Das spielt nicht im 19. Jahrhundert, was wir machen. Romeo und Julia, die unglückliche Liebesgeschichte, ist ein ewiges Problem. Existenzieller Druck, das gibt es auch heute. Das spricht eigentlich alles dafür, dass man Menschen zeigt, die auch heute leben und das Publikum Menschen kann sehen, die ihnen auch täglich begegnen. Wir sind ein Ensemble und wir gehören alle zusammen. Und jeder Einzelne ist genauso wichtig wie ein Hauptdarsteller, wie der Regisseur, wie die Maskenbildner. Es sind alle ein Teil des ganzen Ensembles. Dorothea ist Kostümbildner, das ist unsere Chefin. Sie geht nicht durch Kleider suchen. Und ich sage nicht wohl. Ich sage, das ist gut, das ist nicht gut. Und ich weiss der Nachgänger, wer das ist. Wir sind am Schaffen. Mit der Aline, wo die Julia spielt, zu spielen, ist super. Die extreme Verbindung, die sie zueinander haben, das ist damit fällt und steht die zwei Figuren und deren ihre Beziehung, glaube ich. Achtung, Marke, jetzt kommt das Wichtigste mit Musik. Schere, Schere, Papier.